Hier ist Banks, war jetzt ein bisschen ruhig auf dem Kanal, hatte einiges zu tun und war auch ein bisschen krank. Ihr könnt aber mit einigem rechnen in der nächsten Zeit. Also ich habe sehr viele Ideen und es ist einiges geplant. Bevor wir ins Video starten, noch eine Info. Ich habe jetzt eine Kooperation. Ich hatte nie vor, wie die ganzen Influencer da draußen in eine Kooperation einzugehen, aber die Jungs von CBD haben mich einfach überzeugt. Die bieten nämlich CBD-Raumerfrischer zu Top-Preisen in der Top-Qualität an. Meine zwei Favoriten bei CBD sind einmal Purple Haze mit den Flavors Sweet, Earthy und Berry und White Melon, dem Kerli unter dem CBD mit dem Flavor Melon, Cake und Zitrus. Den Link zum CBD-Shop findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das ist ein Affiliate-Link, damit unterstützt ihr diesen Kanal und mit dem exklusiven Code BANG17 bekommt ihr nochmal 17% Rabatt auf alle Strains. CBD hat sowieso schon stabile Preise, mit dem Code bekommt ihr aber selbst die teureren Strains wie Purple Haze schon ab einem 5er Kurs und White Melon ab einem 4,6er Kurs. Gelato 33 bekommt ihr beispielsweise sogar schon ab einem 3,7er Kurs. Ich sag euch ehrlich, wenn ich CBD-Hacke für einen 12er Kurs irgendwo in einem Kiosk sehe, da bekomme ich fast Tränen in die Augen. Wer dann noch rechtliche Bedenken hat, kann sich zurücklehnen. Die Blüten von CBD haben alle unter 0,2% THC und sind damit EU-weit legal. Die Blüten werden euch aus Spanien geschickt, das hat bei mir 3 Tage gedauert, aber ich denke mal, einen Tag länger warten für viel bessere Qualität und deutlich stabilere Preise lohnt sich auf jeden Fall. Ich gehe jetzt erstmal in der Raumerfrischer testen und danach schauen wir mal bei der ZDF Frontal-Doku rein. Ja, da bin ich wieder. Anscheinend habe ich damals einen Trend gesetzt, dass man Fernsehteams mit auf seine Geschäfte nimmt. Auf jeden Fall hat jetzt Kolja Goldstein den ZDF-Reportern vom Frontalteam einen Blick in die Kokainszene gegeben. Ja, schauen wir mal rein. Immer mehr Kokain kommt nach Europa. Es geht ums schnelle Geld. They are just like puppets. Because if you take one out, someone else fills in the gap. Ja, da hat der Anwalt absolut recht. Die sind wie Puppen. Wenn da eine Person festgenommen wird, dann kommt eben eine andere Person, die seine Position übernimmt. Und wenn ein einzelner Dealer, also ein Selbstständiger quasi, festgenommen wird, dann übernimmt den seinen Markt eben ein anderer. Strafverfolger entwickeln neue Methoden und hinken trotzdem hinterher. Wir werden niemals einen Punkt erreichen können, wo wir sagen können, es gibt keine Kriminalität mehr im Betäubungsmittelbereich. Trotz Rekordfunden, der Handel bleibt ungebrochen und wird immer brutaler. Wir sind stärker als der Staat. Mehr sagen wir darüber nicht. Ich kann machen, was ich will. Keiner kann mir ins Garn pissen. Das ist die Wahrheit. Ja, man merkt auf jeden Fall in den ersten Sekunden, die Doku wird unterhaltsam. Das Milieu wiegt sich in Sicherheit und brüstet sich im Rap mit Kokaingeschäften. Mach Millionen betrogen, dem Mossad und Koks. Wer nach Koks und Koksern sucht, braucht nur Musik zu hören. Zum Beispiel ihn. Künstlername Kolja Goldstein. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Herzogenbosch. Wir holen es raus, Bruder, bergen den Stoff. Wir sind taub, Bruder, werbe nicht Gott. Wir sind doch Staub, Bruder, wenn es ausufert, Mann, dann sterben wir doch. So wie Kolja Goldstein gibt es viele deutsche Gangster-Rapper, die mit Kilos Kokain posieren und vorgeben, groß im Geschäft zu sein. Ja, definitiv, Kokain ist genauso wie Gras ein großes Thema im Rap-Game. Im Deutschrap gibt es Koks-Junkies wie Sand am Meer. Wie viel davon aber große Mengen Kokain verkauft haben, sei mal dahingestellt. Day zum Beispiel. Nebenbei verticke ich eine Tonne, am Ferragamo-Gürtel eine Wumme. Seinen Augenring nach zu urteilen, hat er vielleicht ein paar Kilo konsumiert in seinem Leben, der hat aber definitiv keine Tonnen gedrückt. Nach langen Vorgesprächen stimmt der Rapper einem Treffen zu. Der Deutsche scheint sich gut auszukennen in der Szene, will mir zeigen, wie es läuft. Das Ziel, ein abgeriegelter Hafen. Ja, wenn man Kontakte hat, kriegt man die Zugangscode, Wir kommen aufs Gelände. Offensichtlich kein Problem. 40 Tonnen Kokain stellten die Behörden 2020 allein in Rotterdam sicher. Europas größter Containerhafen. Kleines Terminal, dass du siehst, wie nah man hier an die Schiffe rankommt. Hier halten Schiffe an, Tanker. Siehst du, hier ist eine Treppe und hier kannst du an Bord gehen. Also wenn jetzt hier ein Seemann was mitgenommen hätte, dann könnte ich es jetzt hier rausholen. Laufen so große Geschäfte ab?
das ist ja jetzt natürlich hier kein so ein großes Terminal. Für ein richtiges Terminal, wenn du nach Rotterdam willst oder Antwerpen oder dann brauchst du natürlich einen richtigen Zugangspass. Aber den kannst du ja ausleihen für 5.000 oder 10.000 Euro. Die große Mehr von unseren Häfen sind sicher der Zoll kontrolliert. Das ist ein Witz, wenn man es richtig angeht. 750 Millionen Container reisen jährlich um die Welt. Weniger als 2% werden kontrolliert. Wenn 2% der Container kontrolliert werden, heißt das aber nicht, dass 2% der Ware konfisziert wird. Auf der einen Seite werden gezielt Container kontrolliert, die aus verdächtigen Ländern kommen oder wo generell ein Verdacht drauf besteht von einer verdächtigen Reederei oder so. Auf der anderen Seite gibt es aber auch korrupte Beamte oder Beamte, die eben unter Druck gesetzt werden, dass sie bestimmte Container nicht kontrollieren oder mein Auge zudrücken. Wie hoch im Endeffekt der Anteil von beschlagnahmten Kokain zum Gesamtmarkt ist, das weiß keiner. Das wissen weder die Behörden noch die Kartelle selbst. Es gibt ja so viele Player im Game, die importieren, und also keiner weiß, wie groß der Markt im Gesamten ist. Alles in allem wäre 2% aber noch ein ziemlich hoher Wert. Im Cannabismarkt in Deutschland wird beispielsweise nur im 10%-Bereich beschlagnahmt. Generell haben staatliche Beschlagnahmen auch keinerlei Einfluss auf das Angebot. Das Angebot wird rein durch die Nachfrage bestimmt. Um das mal bildlich zu vergleichen, stellt euch vor, ihr habt einen Drogeriemarkt. Da kommt jede Woche ein großer LKW mit Warenlieferungen und ab und zu wird mal ein Shampoo geklaut. Das hat natürlich keinerlei Einfluss darauf, wie voll eure Regale sind. Sowas wird von den Kartellen ganz normal in die Gewinn- und Verlustrechnung reingerechnet, also wie jeder andere Unternehmer das auch macht. Erfolgreiche Strafverfolgung setzt eigentlich nur Anreize zum Strecken. Kolja Goldstein will mir noch etwas zeigen. Ein Versteck, irgendwo in den Niederlanden. Er nennt es Stash. Hier lagert angeblich Kokain zur Weiterverteilung. Das ist eine Wohnung, die gar nicht existiert. Wir haben viele falsche Pässe oder so. Ja. Und dann wird es dann darauf angemeldet. Okay. Und dann, so wie hier, das ist eigentlich eine sogenannte Spukwohnung. Ja, sowas ist absoluter Standard. Selbst jeder kleine Grasdealer in Deutschland hat einen Bunker. Keiner lässt seine Ware normal zu Hause. Die haben jetzt hier eine Wohnung mit gefälschten Pässen gemietet. Das ist so die sicherste Variante. In den meisten Fällen tut ein Bekannter oder eine Freundin, der oder die noch nie im Fokus der Ermittlungsbehörden war und auch nicht offiziell in Verbindung zu der Person steht, einen Ort zur Verfügung stellen. Also der Kreativität ist hier keine Grenzen gesetzt. Eine Wohnung, eine Garage oder vielleicht auch einfach nur ein Auto, was irgendwo rumsteht, wo eben immer ein Zugang ist und die Person ihre Ware lagern kann, aber keine direkte Verbindung eben zu dieser Person besteht. Hier lebe niemand. Er zeigt mir einen Vorrat. Angeblich 14 Kilo Kokain. Preis zwischen 28.500 und 32.000 Euro. Pro Kilo. Da versteht man, warum Kokain als weißes Gold bezeichnet wird. 14 Kilo A30K, das heißt, die haben da 420.000 Euro rumliegen. Und das Ganze passt in eine Sporttasche. Wenn man das mal in Verhältnis setzt zu Gras, für das Geld bekommt man in Holland über 100 Kilo. Und das Ganze füllt dann schon einen kleinen Transporter. Vor Ort ein Mann, der angeblich die Verteilung organisiert. Er will weder zu sehen noch zu hören sein. Ich frage trotzdem. Und wie viel im Monat, kann man das sagen? Oder wie viel Kitsche kann der Monat pushen und alles? Er antwortet. 300 Kilo, so, wenn es richtig gut läuft. Und wie viel bleibt bei ihm? 700, 800, 900.000 Euro im Monat Gewinn, gemeinsam. Aber keiner lässt breit hängen, keiner fährt mit dicken Autos oder diamantbesetzte Uhren, das gibt es nur im Film. Man bleibt low-key, Trainingsanzug, entspannt. Man muss es natürlich teilen, ist nicht alleine. Es sind viele Leute daran beteiligt. Ob jetzt Trainingsanzug der unauffälligste Kleidungsstil ist, das wage ich zu bezweifeln. Ja, die machen 7, 8, 900.000 Euro Gewinn im Monat, nicht Umsatz, Gewinn. Das ist schon krank. Selbst wenn das durch 8, 9 Leute geteilt wird, dann sind das immer noch 100.000 pro Monat pro Kopf. Also es wird auf jeden Fall viel Geld in diesem Markt verdient. Ob die Zahlen jetzt von denen stimmen, weiß ich nicht genau. Man versteht es nicht ganz, ob er sagt 300 Kilo im Monat oder 300 Kilo pro Jahr. 300 Kilo im Monat, so wenn es richtig gut läuft. Beides wäre aber ein bisschen komisch, weil wenn die 300 Kilo pro Jahr verkaufen würden, wären das dann nur 25 Kilo im Monat und 800.000 Euro, 25 Kilo, das wären also 32.000 Euro pro Kilo Gewinn. Das scheint mir viel zu hoch. Ja, da müssen jetzt ja klein verkaufen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn die 300 Kilo im Monat pushen würden, dann würden die bei 800.000 Euro Gewinn gerade mal 2,7k plus pro Kilo machen. Das scheint mir auch viel zu gering. So, aber halt so just in time.
Nachprüfen lässt sich das nicht. Was seine aktuelle Rolle in dem Geschäft ist, will er nicht verraten. Fest steht, in der Vergangenheit war er aktiv. Ich bin auch verurteilt wegen Drogenhandel. Zweimal. Und ja, wegen anderen Scharmützeln, die dazugehören. Scharmützel? Ja. Es gab eine Schießerei in Dänemark. Wer in dem Geschäft aktiv sein will, der muss damit rechnen, dass er auch mal in Urlaub geht. Ich weiß es nicht, meint er mit Urlaub gehen, wenn jemand erschossen wird oder wenn jemand in den Knast geht? Ich vermute mal, wenn jemand erschossen wird, aber ist auch egal, also beides ist auf jeden Fall ein Faktor, mit dem man rechnen muss, wenn man in so einem Bereich aktiv ist. Wieso kannst du so offen damit umgehen? Das werde ich irgendwie häufig gefragt. Also, ich mache Kunst und meine Kunst besteht daraus, dass ich das in meinem alltäglichen Leben erlebe, einfach verarbeite und darüber berichte. Kolja Goldstein nur eine Kunstfigur? Alles nur Fassade, weil sich Gangster gut verkauft? Einige Wochen nach unserem Interview wird ein Video veröffentlicht, darin dasselbe Stashhaus und dieselben vermeintlichen Kokainblöcke, die auch bei unserem Dreh zu sehen waren. In den Kommentarspalten Bewunderung, Staunen, aber auch Zweifel. Kolja, einfach der Realste in diesem Drecksgame. Wie geht das eigentlich, dass der Staat da so machtlos ist? Ich meine, das ist ja kein Fake, worüber er rappt. Und das ist dann von der künstlerischen Freiheit gedeckt? Und solche Kinder wie du fallen drauf rein. Jemand, der angeblich noch so schwer kriminell ist, der macht sowas nicht öffentlich. Einfacher könnte man es der Polizei nicht machen. Denk mal drüber nach. Der letzte Kommentar war definitiv der dümmste. Kolja hat sich gar nicht strafbar gemacht mit dieser Dokumentation. Ist offensichtlich Kokain, aber vor Gericht ist es eben nicht nachweisbar, ob es sich wirklich um Kokain gehandelt hat. Dazu müsste man ein Wirkstoffgutachten haben und dazu müsste eben die Ware konfisziert werden. Das Kokain ist ja nicht im Besitz von Kolja Goldstein, sondern ist in einem Bunker und es gibt keinerlei Hinweise im Video, wo der Bunker zu lokalisieren wäre. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits geurteilt, dass Kunst, selbst wenn sie auf wahren Ereignissen basiert, von der Kunstfreiheit geschützt ist, solange sie in einem künstlerischen Schaffensprozess entsteht. Er hat jetzt definitiv die Aufmerksamkeit der Behörden. Es kann sein, dass wenn er nach Deutschland einreist, dass sie ihn bisschen ärgern wollen, indem die ihn mal festnehmen oder mal kurz in U-Haft stecken, aber es wird niemals für ein Verfahren oder für eine Verurteilung reichen. Ich bitte ihn um ein weiteres Interview und frage nach, alles nur Rap-Requisite? Das sind echte Betäubungsmittel, wo ich daneben stehe. Man sieht, dass es echtes Geld ist, wo ich da bin und man kann vielleicht nicht unbedingt wissen, macht er das wirklich 100% selber, geht da raus und erledigt die Jobs. Man weiß auf jeden Fall, dass ich mich irgendwo bewegen muss, wo das passiert. Er wähnt sich in Sicherheit. Gerichte sehen Rap-Texte meist von der Kunstfreiheit gedeckt und Strafverfolger benutzen sie in der Regel nicht als Beweismittel. Dabei sind seine Videos gespickt mit Anspielungen auf reale Ereignisse. Die Lieferanten, sie bringen Krieg aus den Anden. In den Niederlanden irische Banden mit vielen Verwandten. Naima von Bahida bleibt einfach verschwunden. Keine Leiche gefunden, der TCI ertappt weiter im Dunkeln. Sein Statement dazu? Wir sind stärker als der Staat. Mehr sagen wir darüber nicht über. Ich kann machen, was ich will. Keiner kann mir ans Kram pissen. Das ist die Wahrheit. Ja. Das heißt auch nicht, dass ich irgendwie, dass ich größenwahnsinnig geworden bin, sondern wir wissen, was wir tun. Wir arbeiten mit Menschen zusammen. Deswegen kann ich es machen. Andere können es nicht machen. Wenn es andere machen, sich hier reinsetzen und erzählen, ich habe sie am nächsten Morgen ein großes Problem. Ich nicht. Und warum? Na, kein Kommentar. Das Ganze verbuche ich mal in die Kategorie Promo für seine Musikkarriere. Ich denke schon, dass er sehr gute Kontakte in die Szene hat. Und Realer ist wie der Großteil der Deutschrap-Szene. Aber er ist auf jeden Fall nicht der Einzige, der sich sowas erlauben könnte. Da gibt es einige. Die meisten verdienen lieber still ihr Geld, anstatt damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Die Szene komme sich sicher vor. Das liege auch daran, dass man verschlüsselt kommuniziere. Vermeintlich abhörsicher. Mit speziellen Apps und eigenen Handys. Wir haben
das Problem immer im Bereich der Banden- und organisierten Kriminalität, dass wir die Kommunikation fast eben nicht mehr abhören können, weil eben es wird nicht klassisch kommuniziert über Telefon oder SMS, sodass die klassischen TKÜ-Maßnahmen, also die Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen, dann entsprechend auch einfach meistens ins Leere laufen. Da hat der Staatsanwalt recht, keiner in der Szene kommuniziert über Telefon oder SMS. Messenger wie WhatsApp etc. sind auch nur bedingt sicher. Sie sind zwar nicht von der TKÜ umfasst, aber sobald das Gerät beschlagnahmt wird, kann eben im Nachhinein auch der Chat ausgelesen werden. Aktuell sehr weit verbreitet sind Apps wie Wikami, die nicht an eine Handynummer gekoppelt sind, sondern über einen Benutzernamen und ein extra Passwort gesichert sind. Wenn die zusammen mit einer VPN benutzt werden, dann haben die Behörden es schon ziemlich schwer. Teile der organisierten Kriminalität hatten die Hoffnung, mit sogenannten Kryptophones sicher zu kommunizieren. Das war ein Trugschluss. Erst gab es Encro, wurde hochgenommen, Sky und später dann noch Anem. Anem war quasi das trojanische Pferd, das wurde nämlich sogar vom FBI entwickelt. Das Sky-System hat sich damals ja sogar in der Weißdoku gezeigt, aber auch nur, weil ich es selbst nie benutzt habe und sowieso klar war, dass es hochgeht. Also Rapper hatten selbst schon Songs darüber geschrieben. Meistens. 18 Monate lang überwachten Ermittler die Kommunikation hunderter Banden. Internationale Ermittler hörten alles mit. Operation Trojan Shield is a shining example of what can be accomplished when international law enforcement partners from around the world work together. Und sie haben ihr Ziel heute erreicht. Das ganz große Ding hat die Welt des internationalen Verbrechens aufgemischt wie nie zuvor. Seit Jahren infiltrieren internationale Strafverfolger die angeblich abhörsichere Kommunikation von Kriminellen. Sie dringen heimlich in Handys und Chatkanäle ein. Ich will mehr darüber erfahren und bin auf den Weg zu einer Sonderstaatsanwaltschaft in Frankfurt. Die konnte mithören, als Banden über Handys ihre Geschäfte planten. In Echtzeit. Später wurden hunderte Kilo Drogen beschlagnahmt und tausende Kriminelle festgenommen. Also das Überraschendste ist tatsächlich eigentlich, wie offen die Täter kommuniziert haben. Das war tatsächlich etwas, was man so nicht kennt, dass Drogen konkret benannt worden sind. Und dann wurde im zweiten Schritt teilweise auch das Geld fotografiert, mit dem diese Ware dann bezahlt worden ist. Und das heißt, man konnte dann sehr konkret nachvollziehen, auch die Orte, wo Übergaben stattgefunden haben, die Zeiten, wann das war, teilweise minutengenau. Und das ist natürlich etwas, was für uns als Strafverfolgungsbehörde natürlich ein unglaublicher Fundus ist. Wenn man anhand dieser Chatnachrichten schon konkrete Taten und auch viele konkrete Taten nachweisen kann. Die Täter kommunizierten nachlässig offen. Es sind Personalausweise, es sind Fahrzeuge, Fotos von Fahrzeugen, bei denen die Kennzeichen lesbar waren, ausgetauscht worden. Es sind Selfies aus dem Urlaub ausgetauscht worden, die jetzt zur Identifizierung der Täter auch geführt haben. Ja, was für Trottel, muss man ehrlich sagen. Also, wie kann man Bilder von sich auf einem Krypto-Handy verschicken? So, das ist halt dieser Trugschluss, die Leute haben Geld dafür bezahlt und gedacht, ah, ich zahle so viel Geld dafür, das muss ja sicher sein. Bisher wurden 2315 Ermittlungsverfahren eingeleitet und 805 Haftbefehle vollstreckt, allein in Deutschland. Wir haben jetzt einen Einblick bekommen, ja. Das zeigt allerdings natürlich auch, wie viel vorher vielleicht verborgen geblieben ist. Diese 805 Festnahmen, die daraus resultiert sind, sind natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Es wird die organisierte Kriminalität jetzt nicht groß geschädigt haben, aber das Positive daran ist, denke ich mal, eher, dass es den Ermittlungsbehörden einen Einblick gegeben hat, dass sie sich wenigstens vorstellen können, was überhaupt in unserem Land alles so abgeht. Und auch ein Appell an die Politik und die Öffentlichkeit. Ich denke mal, das bezweckt der Staatsanwalt hier auch. Was den Ermittlern Sorge bereitet, die Brutalität in der Szene wird größer. Mir wird ein Video zugespielt, die Überwachungskamera eines Friseursalons. Eine Exekution in einem Barbershop in Schweden. Die Täter angeblich ein niederländisches Killerkommando. Bei so einem großen Markt wollen natürlich immer mehr Gruppen und Nationalitäten ein Stück vom Kuchen abhaben, was in der Konsequenz zu Verteilungskämpfen führt. In den Niederlanden ist das Ganze schon relativ weit fortgeschritten. Hier in Deutschland wird das meiste noch unterm Radar der Öffentlichkeit geregelt, also ohne Schusswaffen. In Zukunft müssen wir uns aber daran gewöhnen, dass Schießereien auch hier zur Normalität werden. Anfang Juli wieder ein brutaler Mord. Ein Anschlag schockt die Niederlande.
Peter de Vries wurde gestern Abend von mehreren Kugeln in den Kopf getroffen, mitten in Amsterdam. Nach dem Anschlag auf ihn ist der bekannte niederländische Kriminalreporter Peter R. de Vries seinen schweren Verletzungen erlegen. Der niederländische Journalist beriet einen Kronzeugen in einem der größten Drogenprozesse in den Niederlanden. Der Mord an ihm gilt als Mahnung zum Schweigen aus dem Milieu. Peter de Vries ist ein investigativer Journalist in den Niederlanden, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, gegen die organisierte Kriminalität anzukämpfen. Er hat unter anderem einen Kronzeugen beraten, Nabil B., der gegen Redouane Taghi aussagen sollte in einem Mordprozess. Redouane Taghi ist ein ziemlich großes Tier in der sogenannten Mokro-Mafia, hat erst den Bruder von Nabil B. erschießen lassen und als das nicht gereicht hat, eben noch Peter de Vries. Redouane war während den Morden in Haft, hat aber aus dem Knast heraus die Morde beauftragt. Um einen kleinen Einblick zu haben, wie Redouans Netzwerk und andere Organisationen arbeiten, schaut euch mal diese Folterkammern an, die in EncroChats als Behandlungszimmer bezeichnet wurden. Ein Zahnarztstuhl mit Bändern an den Lehnen, um Arme zu fixieren und zusätzliche Handschellen. Auch in weiteren Containern bietet sich den Spezialeinsatzkräften ein schockierendes Bild. Sie finden dort zahlreiche Folterinstrumente, Heckenscheren, Zangen und chirurgische Instrumente. Wer sich fragt, warum ich eine Maske trage, sollte es spätestens jetzt verstanden haben. Mit dem Risiko, was von deutschen Gruppierungen ausgeht, kann ich umgehen. Aber die niederländischen Kartelle fackeln nicht lange. Da fällt irgendwann aus heiterem Himmel ein Schuss, da kann man sich weder vorbereiten noch schützen gegen. Er hatte ihn gewarnt. Vito Schokula ist Strafverteidiger. Seine Mandanten Männer, die in Verbindung stehen mit organisierter Kriminalität. Angeklagt wegen Mord, Drogenhandel und Geldwäsche. Was er mit Sorge beobachtet: Seine Klienten werden immer jünger und die Preise fallen. Ein Auftragsmord für 3.000 bis 4.000 Euro. It used to be like you start off with maybe theft and then you rob a bank and after 5 years maybe you become a hitman. But now you see that in maybe 2, 3, 4 months someone can go from stealing a bike to shooting someone with an automatic pistol. So it goes very fast and that's a big problem. And people are not scared of the jail time. Because they know that there's no possibility of getting out of this world. Ja, in Holland ist das Ganze schon ein bisschen weiter vorangeschritten. Das zeigt uns aber, was wir in Deutschland wahrscheinlich auch zu erwarten haben. Und auch, was er sagt, dass das Gefängnis die Leute davon nicht abhält, ist korrekt. Also in meiner Zeit in Haft habe ich gemerkt, die Leute sind so ein Film, die kennen gar nichts anderes mehr wie ihre kriminelle Welt. Also die Gespräche im Knast gehen um nichts anderes wie Geschäfte und... Also ist quasi wie nur eine Weiterbildung für die Leute. Die Leute leben eben nach dem Prinzip, so viel Geld verdienen wie geht. Und wenn eine Haftzeit mal dazwischen kommen sollte, dann ist das eben so. Das ist quasi mit einkalkuliert. Er erklärt warum. Nimmt mich mit in ein Viertel, in dem viele marokkanische Familien leben. Viele von ihnen sollen im Cannabis- und Kokaingeschäft seit Jahrzehnten mitmischen. In den Niederlanden spricht man von der Mokro-Mafia. Sometimes I came at the house of one of my friends when we were young, and then I saw that the mother was rolling joints for the coffee shop. And I was amazed, like, what's happening around here? But for him it was normal. So for him to grow up afterwards and growing his own weed, how can you say to this kind of children, like, this is bad because your mother is doing it, you know? Strafverfolgung schüchtert die, die mitmischen, dabei nicht ein. Was weiß Kolja Goldstein über die Brutalität in der Szene? In seinen Texten ist es Thema. Alle meine Freunde sind nervös, denn einer meiner Freunde hat einen seiner Freunde in Säure aufgelöst. Was für Rocker im Rücken. 2016 wurde hier einer meiner Freunde schon der Kopf abgeschnitten. Es gibt keine Regeln. Es gibt überhaupt keine Regeln. Der Stärkere gewinnt. Der Stärkere gewinnt. Sonst gibt es keine Regeln. Das heißt, was so Organisationen machen, ist, sich abzusichern mit Stärke. Rohe Gewalt, ja. Brutalität. Wer brutaler ist, gewinnt. Ja, da habe ich nichts hinzuzufügen. Es wird zwar auch ab und zu noch was diplomatisch geregelt. Im Grunde genommen gilt hier aber das Naturrecht, also das Recht des Stärkeren. Das ist zum Beispiel so. Einfach 9 mm mit Schalldämpfer. Damit man nichts hört. Damit man nichts hört, es gibt auch extra Stapel.
Und hier sieht man auch im Hohlspitzgeschoss die Dum-Dums auch bekannt. Das ist, wenn es ernst wird. Das ist alles scharfe Munition, das sieht man noch. Das ist ja hier für Krieg, was wir jetzt hier sehen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die damit wirklich gut genug für einen Krieg gerüstet sind. Der Schalldämpfer passt, glaube ich, nicht mehr auf die Waffe, so sieht es zumindest aus. Ich bin aber auch kein Waffenexperte. Ich habe außer in der Bundeswehrzeit und in einem USA-Aufenthalt nie eine Waffe besessen. Ich muss aber sagen, ich war sehr überrascht, wie weit verbreitet Waffen mit Schalldämpfer generell sind. In der JV Butzbach wurde bei gefühlt jedem zweiten bei der Festnahme eine Waffe mit Schalldämpfer gefunden. Mit den falschen Dokumenten könne man Autos und Hotelzimmer anmieten, um keine Spuren zu hinterlassen. Aber Krieg ist gerade nicht. Sagen wir es so, man weiß auch nicht immer, wann Krieg ist. Mehr sagen wir darüber auch nicht. Am Nachmittag noch ein Termin. Auf dem Weg zu einem angeblichen Großhändler. Bedingung? Keine ZDF-Kamera. Jetzt fahren wir zu Leuten vom Kartell. Was für Leute vom Kartell? Gute Leute. So hat man es mir zumindest gesagt. Und was kriegen wir da zu sehen? Muss ich schauen, weiß ich nicht. Ich glaube, die haben neue Ware bekommen, so hieß es zumindest. Es dauert einige Stunden, dann plötzlich Informationen zum Treffpunkt. Ja, wir haben zumindest eine Zeitangabe in 30 Minuten. Schickt er die Adresse? Ja, also er sagt, ich bin in 30 Minuten in Amsterdam. Später in einer unscheinbaren Wohnung in Amsterdam. Kolja Goldstein filmt mit dem Handy. Rolex, Amsterdam, 10 August. Der Stempel, eine Rolex-Krone, soll zeigen, dass die Ware aus Kolumbien kommt. Beton. Very hard. Eine Probe soll Gewissheit bringen. Schau mal, was da rauskommt. Fucker, dann, wo bin ich dann? Er ist ja deutscher Freund. Wo kann ich mal verhäten eigentlich? Zu Hause. Kann ich bei euch etwas langkommen, gucken? Okay, dann 10 Minuten. Es geht in ein sogenanntes Trap House. Wohnungen, in denen Crack-Abhängige leben. Kolja Goldstein behauptet, Süchtige könnten am besten beurteilen, ob das Kokain seinen Preis wert ist. Kannst du jetzt hier beim Aufkochen schon was sehen? Also ob. Ja, jetzt trennt sich der Müll trennt sich jetzt vom Öl. Und zum Schluss kommt jetzt eine Blase eigentlich dann. Und die wird gleich hart. Ein Lösungsmittel hat die Kokainbase getrennt. Was rauskommt? Angeblich Crack. Kokain zum Rauchen. Extrem wirksam, extrem hohes Suchtpotenzial. Eine Frage treibt mich um. Was ist Goldsteins Motivation, mir all das zu zeigen? Ich habe allein mal mitgewirkt, damit ich den Leuten zeigen kann, wie es wirklich abgeht. Wo der Krieg so weit weg war, für jeden, der abends auf der Couch sitzt, so nah ist er jetzt beinahe vor der Haustür angekommen. Die Leute sollten nur wach werden. Ich sag euch ehrlich, das kaufe ich ihm ab. Er wollte bestimmt mit der Duke auch seine Musikkarriere ein bisschen pushen. Aber die Message hat auf jeden Fall ihre Richtigkeit. Die Doku bringt das Thema Drogenkriminalität, aber auch das Thema innere Sicherheit wieder ein bisschen mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Und vielleicht guckt auch der eine oder andere Politiker sich das Video an. Ich habe ehrlich gesagt nämlich keinen Bock, dass Deutschland ein Narkostaat wird, wo man Angst um seine Angehörigen und um seine Kinder haben muss. Der Kampf gegen den Kokainhandel. Shukrula bezweifelt, dass man ihn mit mehr Strafverfolgung beenden kann. As long as the drugs are coming in, as long as people are in the clubs using drugs, buying it, this will never stop. The war will keep going on. In Deutschland steigen Konsum und Sicherstellungen das 10. Jahr in Folge. Behörden schätzen das Geschäft mit Kokain auf mindestens 30 Milliarden Euro, allein in Europa. Immer wieder wird die Legalisierung auch harter Drogen diskutiert. Was ist deine Meinung dazu? Die Ampelkoalition hat ja eingesehen, dass die Legalisierung von Cannabis zwingend notwendig war, vor allem zum Schutz der Bevölkerung. Die Legalisierung von harten Drogen wie Kokain sehe ich ein bisschen skeptisch.
Ich habe mich mit dem Thema jetzt auch noch nicht so auseinandergesetzt. Es fehlen aber einige Argumente, die bei Cannabis eben dafür sprechen. Zum Beispiel der Gesundheitsschutz. Im Gegensatz zu Cannabis wird Kokain nicht erst durchs Strecken gefährlich, sondern ist so schon eine sehr gefährliche Droge. Also an alle meine Zuschauer, nehmt niemals Kokain. Auf Dauer macht das jeden kaputt, vor allen Dingen den Charakter der Person. Aber das Thema Legalisierung von harten Drogen würde ich auch ein bisschen in den Rahmen sprengen. Deswegen im Allgemeinen, top Doku. Ich habe es nicht bereut, sie anzuschauen und freue mich auf die nächsten Videos. Bis dahin.